We Jewish Christians, Muslims from the House of One warmly greet our friends in Georgia and all peace-loving people from here in Berlin. Today marks the anniversary of the beginning of the war against Ukraine. Even if we in our churches and religions have different views on the causes of the war and the necessity of supplying weapons, we are all united by the desire for peace. It will make peace grow in Ukraine with your help, God. It is our hope. We thank you for your so important commitment to peace, and we like to pray you by your side today. Together, our prayers go stronger. It will change us, and it will change the situation, and it will make us more gracious with God's help. We pray side by side, and we begin with a silent prayer. Adonai Osle Amo Yiten, Adonai Vachet Amo Bashalom. Der Ewige gibt allen Menschen guten Willens Kraft. Der Ewige segnet alle Menschen guten Willens mit Shalom, mit Salam, mit Frieden. Frieden herrscht in den Himmelshöhen bei ihm, bei Gott. Und ein Abbild dieses himmlischen Friedens erbitten wir von ihm aus den Himmelshöhen hier unten auf unserer Erde. Im Sinne dieses allumfassenden Friedens bitten wir in dieser Stunde für Frieden im Osten unseres Kontinents. Und wir bitten für alle Opfer, für die Verletzten aller Seiten, für die, die ihr Leben lassen mussten. Ewiger, birg sie in der friedlichen Geborgenheit deiner Schwingen, dass alle überlebenden Opfer Kraft für ein Leben in Frieden finden. Und lass alle Menschen guten Willens teilhaben an deinem Frieden. Es ist eine gute jüdische Tradition, vor der letzten Strophe zum Beispiel des 18-Bit-Gebetes, in dem eben vom Frieden gesprochen wird, drei Schritte zurückzugehen. Denn nur wenn man seine Position ändert, kann man zum Frieden beitragen. Mögen, ewiger unser Gott, die, die über Beendigung des Kämpfens zu entscheiden haben, sich dies zur Devise machen. Hier auf unserem Kontinent, wo immer Frieden erfleht wird in der ganzen Welt. Uf Rosalenu zu Katschlomecha, breite über uns das Zelt deines Friedens aus. Und Ose Shalom Bimromav, der da Frieden stiftet in den Himmelshöhen, er stiftet Frieden unter uns und allen Menschen. Kenye Hirazon, so möge es sein Wille sein. Benomar Amen, und darauf sprechen wir. Amen. Jesus sagt, selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Let us pray in English and German. Merciful, great God, we pray to you for all those killed and threatened in Ukraine, for all those in fear and need, who are desperate and suffering, for the mothers who flee with their children from violence, who have to leave their husbands and sons behind uncertainty and deep sorrow, for the daughters who try to provide for their parents or take them out of the country, for those who have to fight and yet do not want to, for the injured and wounded. We pray for all victims of war and violence worldwide. And today, we pray also
for all the people affected by the earthquake in Turkey and Syria. So many senseless deaths. Merciful God, every suffering has meaning for you. Take all victims into your heart. They all need our compassion, our attention, our standing up for peace, and our prayers. Gracious God, be close to them all and comfort them. Barmherziger Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die getötet, verletzt und bedroht werden in der Ukraine, für alle in Angst und Not, für die Mütter, die mit ihren Kindern fliehen vor der Gewalt, die ihre Männer und Söhne zurücklassen müssen im Ungewissen und in tiefer Sorge, für die Töchter, die ihre Eltern versuchen zu versorgen oder sie aus dem Land bringen, für die, die kämpfen müssen und es doch nicht wollen. Wir bitten dich für alle Opfer von Krieg und Gewalt weltweit. Und wir bitten dich heute auch für all die Menschen, die vom Erdbeben in der Türkei und in Syrien betroffen sind. So viele sinnlose Tode. Barmherziger Gott, für dich hat jedes Leid Bedeutung. Nimm alle Opfer in dein Herz. Sie alle brauchen unser Mitgefühl, unsere Aufmerksamkeit, unser Aufstehen für Frieden und Gerechtigkeit und unser Beten. Gnädiger Gott, sei ihnen allen nahe und tröste sie. Amen. Ferdun hayyun kayyumun hakimun adlun quddus seyec'alullahi ba'de usri yusra. Allah ferd, hay, kayyum, hakem, adl ve kuddustur. Allah sıkıntının ardından kolaylık ihsan eder. Ya Rabbi, bugün burada farklı dillerden ve farklı dinlerden insanlar olarak sana halimizi arz etmek için toplandık. Biliyoruz ki sen her şeyi hakkıyla işitensin. Ya Rab, zor zamanlardan geçiyoruz. Biliyoruz ki bu zorluktan bizi ancak sen kurtarabilirsin. Tez zamanda Ukrayna'daki ve dünyanın dört bir tarafında olan savaşları ve mağduriyetleri bitirmeni istiyoruz Allah'ım. Ya Rahman, sen merhameti bol olansın. Bizleri merhametinle şereflendir Allah'ım. Ya Hafiz, sen koruyansın. Bizleri ve tüm mağdurları ve zulme uğrayanları sen himaye et. El açıp kapına geldik. Sen boş çevirme Allah'ım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hochgepriesen ist dein Herr, der Macht und Ehre, der hoch erhaben ist über alles, was sie ihm zuschreiben. Und Friede sei mit den Gesandten und aller Lobpreis und alle Dankbarkeit gegenüber gebührend Gott, dem Herrn der Welten. Amen. Yes, gracious God, make us instruments of your peace, that we may love and pray, understand and comfort, and bless for the sake of your love. Give us your peace, you, our God. Ja, gnädiger Gott, mache uns zu einem Werkzeug deines Friedens, dass wir lieben und beten, verstehen und trösten und segnen. Um deiner Liebe willen, schenke uns deinen Frieden, unser Gott. So, spread over us thy tabernacle of thy peace and comfort all those who mourn for their nearest and for their friends, for those in their neighborhood, for all victims of the earthquake in Turkey and Syria, and of all victims of the terrible war in the Ukraine. Make them and comfort them in your way. And spread over us that happen of that peace. Yevah had naivishmecha, yaya adonai panavelecha vikuneka, yisa adonai panavelecha, viasemlecha shalom.
Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er hebe sein Angesicht auf dir und gebe dir Frieden. Amen.